Hallo und herzlich willkommen zu Symbärbias Next Fashion Zombie. Hier ist der wunderschöne zeitreichen Fleißig-Packerina. Mein Name ist Heino Klump. Und wir haben heute hier drei wunderbare Kandidaten, die um den Titel kämpfen. Extra aus Asien angereist ist heute für uns Mr. Python. Hallo Mr. Python, wie geht es dir? Guten Tag. Mir geht es super und dir? Ja toll, wie hast du dich auf diesen Wettkampf jetzt gleich vorbereitet? Erzähl mal. Also ich habe mit meiner Familie Menschheit gesprochen und so ist ein bisschen ins Schluss gekommen, ja? Dass ich keine Vorbereitung brauche, weil ich einfach perfekt bin, ja? Also ich ging einfach so. Ja, das ist eine tolle Einstellung. Als wir ein bisschen ins Fitnessstudio gehen, hatte ich sonst keine Probleme. Okay. Alles perfekt. Alles ich wünsche dir alles Gute und viel Glück. Ich bin schon gespannt auf dein Outfit dann gleich, okay? Kein Problem, danke. Dann gehe ich mal weiter nach Ägypten zu Mr. Timme. Hallo Tim, wie geht es dir? Wie hast du dich vorbereitet? Hallo Tim? Bist du da? Hallo? Hast du dich vorbereitet? Hallo, wie geht es dir? Ja, geht. Du bist hier im Wettkampf, gut, wir sind hier live in der Arena. Viele hundert Leute schauen dir zu, hunderttausende, Millionen schauen dir gerade zu. Wie geht es dir? Mir geht's ganz gut, glaube ich. Okay, hast du dich auf den Wettkampf vorbereitet? Vielleicht, kann sein. Okay. Weiß nicht. Ich bin schon sehr gespannt auf dein Outfit. Ich bin schon sehr gespannt. Ich auch. Willst du sonst noch irgendwas sagen? Willst du ihn grüßen? Mein Hamster. Ein Hamster. Wie heißt der? Das weiß ich nicht. Okay, Grüße genau an, weiß ich nicht. Dann gehen wir weiter zu Mr. Tweaver, der aus extra zu Rom, dem schönen Italien, angereist ist. Wie geht es dir, Mr. Tweaver? Ja. Ja? Ja? Erzähl mir was von dir. Wie hast du dich vorbereitet auf den Wettkampf? Natürlich ins Fitnessstudio, Bauch, Beine, Po Training, ne, ist klar. Ja. Und das sieht man Protein dir ganz gut Shakes. An. Ja, ich habe gehört, du hast einen guten Vertrag. Mal, mit so einer Protein. Falls ich mal Hunger haben sollte, hier, guck mal, hier, willst du mal abbeißen? Bacon. Nein, ich bin Vegetarier. Dankeschön. Das sieht man mir das nicht an? Hallo. Natürlich, okay. Man sieht dir das an. Du siehst auch aus wie ein Veganer. Was? Ja. Nein, Vegetarier. Egal. Hast du dich gut auf diesen Wettkampf hier vorbereitet? Mr. Python, was machst du hier? Da drüben. Ich bin total aufgeregt. Ja, das später dann vielleicht. Hallo, wo ist jetzt Mr. Trevor hier? Hallo, hier bist du. Okay, wie hast du dich auf den Wettkampf vorbereitet? Hast du ein paar Tipps oder so? Gewinn. Gewinn? Okay. Sonst keinerlei Grüße oder so oder andere Vorbereitungen auf diesen großartigen Wettkampf hier? Ich hab Müsli-Schalen hochgehoben. Heute Morgen. Ja, war die so schwer? Und die waren schwer. Egal. Da waren Cornflakes drin. Oh ja, das ist nicht ohne. Gut, dann bedanke ich mich hier bei der ersten Vorstellungsrunde. Die Mädels gehen sich jetzt die Jungs. Außer Mr. Python, der ist. Mr. Python, da drüber hin ist dein Platz. Okay, Mr. Python und Freunde. Mr. Timme und Mr. Ja. Trevor. Nein, jetzt nicht. Mr. Trevor gehen sich jetzt umziehen. Bis dahin. Nein, der ist gerade eingeschlafen. Hallo. Egal. Ihr seht jetzt gleich eine wunderbare Werbepause von ein paar Minuten. Und bis dahin haben sich die Jungs, die Sportlichen, schon umgezogen. Und wir können mit dem wirklichen Wettkampf beginnen. Mr. Trevor. Mr. Python, darüber müssen Sie. Okay, passt. Wir sehen uns auf der Werbepause. Ja, du bist dran. Wir sehen uns auf der Werbepause. Und bis dann. Auf Wiedersehen. Sind Sie auch übergewichtig, hässlich und niemand kann Sie leiden? Kriegen Sie auch, wenn Sie früh aus dem Haus gehen wollen, nicht die Türklinke nach unten? Ja, schon. Wenn ja, dann haben wir genau das richtige Produkt für Sie. Super. Neu! Hydroproxylin-Muskelaufbau-Shake. Mit unserem neu entwickelten Stoff, dem Hydroproxylin, wachsen Ihre Muskeln, ohne dass Sie irgendwas dafür tun müssen. Ist ideal für übergewichtige und faule Menschen, damit sie sich endlich mal groß und stark fühlen können. Wird bereits innerhalb der ersten 40 Stunden nach dem Konsumieren. Und es wird innerhalb der nächsten Woche bei Schniedel erhältlich sein, in der Lebensmittelabteilung.
Hier sehen Sie einen unserer vielen glücklichen Kunden. Als ich zu Schniedel gegangen bin, wusste ich genau, ich muss es mir besorgen. Ich nehme diesen Trank jetzt schon seit 3 Wochen. Und jetzt sehen Sie ja, was aus mir geworden ist. Ein muskelbepackter, intelligenter Mann. Ich bin so froh, dass ich dieses Produkt gefunden habe. Und das wäre jetzt noch genauso hässlich und unbeliebt wie früher. Jetzt habe ich viele Freunde. Ganz viele. Deutschland! 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 Ich hasse euch alle, ihr Deutsch! 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 Die Ergebnisse sind überwältigend. 80% unserer Kunden haben sich bereits nach 2 Wochen von einem hässlichen Spast in einen muskulösen Player verwandelt. Und Sie können das auch. So, das war's mit der Werbepause. Die Mädels und die Jungs haben sich umgezogen. Wir schauen uns jetzt mal an, was Mr. Python zu bieten hat. Einen Moment noch bitte. Und bitte trete durch den Teleporter. Tada! Wow, was ist denn das für eine Scheiße? Erklär uns mal, was du hier angezogen hast. Ja, ich habe meine Hausschmiedekatze mitgebracht. Und dazu habe ich mich nicht so rasiert, weil ich ungepflegt bin. Und ich habe noch so eine schweckige Brille aufgesetzt, weil es süß ist. Und ich mache gerne den Dab. Wow, das ist irgendwie voll hässlich. Aber es ist ja okay. Aber dein Cape gefällt mir. Ich kann doch Ballett. Hui. Mach den Dab. Dafür bekommst du einen Punkt extra. Und somit 8 von 10 Punkten. Applaus für Mr. Pichon. Applaus. Bitte geh in die Mitte. Dankeschön. So. Mal schnell eine schöne kleine Spritztür hier. Und wir sind bei Mr. Tim angelangt. Tim, bitte komm durch den Teleporter. Wow. Was ist denn das hier? Also, ich habe mich entschieden für ziemlich krasse Körperbehaarung, weil ich finde, man sollte dazu stehen, wenn man sich keinen Rasierer leisten kann. Und deswegen habe ich mir meine Haare wachsen lassen und habe einen Stern auf meinem Anzug drauf, weil ich der neue Superstar werden möchte. Wow, das ist eine gute Metapher, mein Freund. Du hast doch deinen Bart gefärbt, wie ich sehe. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber deine Maske... Wasserfarben habe ich den gemacht. Wasserfarben, das hält? Wie interessant. Wirklich sehr hübsch. Ich gebe dir für dieses Outfit leider aber nur 7 von 10 Punkten und somit hast du gleich mal verloren. Geh bitte dazu in die Mitte. Ey, Mr. Peter, du musst in der Mitte bleiben. In der Mitte musst du bleiben. Ich wollte neue Freunde finden. Nein, ja, das kannst du in der Mitte. Sicher, dass du mir nur 7 von 10 Punkten geben willst, du Bastard? Security! Security! Oh mein Gott! So. Der Kerl da hinten hat sich hoffentlich beruhigt. Und jetzt schauen wir weiter zu Mr. Dreamer. Mr. Dreamer, bitte komme. Kommen wir durch den Teleporter. Ja, hi. Hi, wow, du siehst sehr sportlich, sehr fit aus. Was machst du für ein Trainingsprogramm? Ja, also Bauchbeine, Po, ne? Oh, ja, das sieht man, mein Freund. Arsch. Hübsch. Also, ja. Bei dem, was ich alles esse. Lass uns zusammen trainieren. Ich hab sogar einen Ass im Ärmel. Mit der Python! Drüben bleiben, und bitte! Dankeschön! Ich will Freunde haben. Also, nein, noch nicht. Aber kein Freund will dich haben. Willst du auch einen Proteinshake? Ey, ja, keine Zicken-Terror hier. So, Mr. Trigger, okay. Erklär uns mal ein bisschen was zu deinem Outfit. Ja, also. Ass! Da ja? Ich ja den ganzen Tag nur esse und auch die Utensilien dabei habe, wie man an meinem wunderschönen Cape oder meinen Knieschützern sehen kann. Falls ich mal Hunger habe, ist er sofort weg. Da, tanzen kann ich auch. Also, ey, du hast sogar einen Kaffeebecher bei deinen Eiern. Da wird immer schön warm unten sein, gell? Ja. Schön. Nicht nur was zu knabbern, mit der Python! Achso, das ist mit der Thema. Damit man nicht nur was zu knabbern, sondern auch zu trinken hat. Falls du weißt, was ich meine. Ja! Du Schlingel, du Schlingel, du! Das Stirnband ist aus. Security! Gucki. Okay. Finde ich gut. Du versissener Boss. Lass uns Freunde sein.
Gut, alles wieder ganz normal. Und ich komme jetzt zu meiner Bewertung. Ich gebe dir für dieses Outfit ebenfalls. Ich war noch nicht fertig. Ja, bitte. Mein Stirnband ist aus der neuen Cookie Collection. Und die Haare. Das sind Sackhaare von Koalas. Frisch aus dem Wald. Okay, die Barshaare natürlich. Das kann ich leider nicht gelten lassen. Das Regie sagt mir, ich soll dir 9 Punkte geben, aber das tut mir leid, das geht nicht, das geht nicht. Hallo, Prinzipien. Hey, hallo. Nein, ja. Ich bin jetzt am Drücker, hallo. Ja. Nein, das geht die nicht. Die Brille ist auch toll. Leider muss ich dir ebenfalls 7 von 10 Punkte geben. Und somit hat Mr. Pütchen gewonnen. Alles Gute. Ich kann Sache ganz schlafen. Ja, jetzt hast du bestimmt viele Freunde. Ja. Lass uns mal alle zusammen trainieren gehen, ja? Alles super Sache. Komm mal hier, komm her, der Mr. Trieber. Machen wir ein schönes Gruppenfoto. Und feiern Mr. Pitons Sieg. Applaus für ihn! Ey, Piton, mach er denn da? Ich brauch einen Proteinshake. Ich hab genug Proteinshakes, mein Lieber. Wir können dich damit verdienen zu gewinnen. Aber. Gut, ich hoffe doch. Du bist als zweiter Platz. Hauptsache auf dem Treppchen. So, das war's mit dieser Folge von Zimbabwe's Next Fashion Zombie. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mr. Pitton ist für dieses Monat der Gewinner. Wir sehen uns bei einer weiteren Folge. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Und jetzt noch ein schöner Abschiedsgruß von unseren drei Kandidaten. Machen den Dab.